Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 3. Und nein, ihr habt euch nicht bei der Folge vertan. Ihr seid schon richtig, zumindest wenn ihr dort sein wollt, wo ihr denkt, dass ihr sein wollt. Ich würde jetzt gern sagen, welche Folge, aber ich hab's vergessen. Ja, auf jeden Fall die Folge, nachdem wir zuletzt in der Schöpfergilde standen und überlegt haben, was wir skillen sollen. Ihr habt euch also nicht vertan, wir sind schon richtig. Ich bin bloß offscreen mal zur Insel gesprungen wieder, zurück. Denn wir haben ja noch mit Ibertus Watley zu reden und ich habe mittlerweile gefunden, den werten Burschen. Das Interessante ist, er ist nicht an einem festen Punkt. Er läuft einfach kreuz und quer durch die Gegend und chillt so ein bisschen sein Leben hier. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen trotzdem mal mit ihm, auch wenn es ziemlich klar ist, dass er garantiert hierbleiben will. Hm? Watley? Jemand zu Hause? Was? Ja, sicher. Ich habe gehört, dass ihr die Probleme auf der Insel gelöst habt. Stimmt das? Eine tragische Geschichte. Wirklich tragisch. Stimmt. Aber wir haben bekommen, wofür wir gekommen sind. Ja, und einen Weg zurück. Ich muss schon sagen, ich wünschte, ich hätte mehr von eurem... ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Talent! Ihr habt viel bewegt, in kurzer Zeit. Ohne eure Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Seid nicht so bescheiden. Ich habe nichts getan, als zu jammern. Und wenn das Wasser meinen Portalstein mit sich gerissen hätte, dann wäre ich jetzt bereits wieder zurück in der Gosse und würde betteln. Hört her, ich bin nicht so gut in solchen Dingen, aber... danke. Ohne euch wäre ich mit der festen Überzeugung gestorben, dass ich mein Leben für nichts und wieder nichts weggeworfen hätte. Die Dinge, die ich für diesen Traum aufgegeben habe, ihr habt all dem Wert gegeben. Ja, also irgendwie ist der unglaublich kurzatmig, der Typ, ne? Kann das sein? Beziehungsweise sehr unsicher in seinem Sprechen oder ist einfach so übel aufgeregt. Auf jeden Fall ist das einfach Wahnsinn, wie der hier abgeht. Als wäre der jetzt hier auf unglaublich Adrenalin die ganze Zeit. Oder aber der Ort erregt ihn dermaßen, dass er hier dauerhaft am Abgehen ist. Aber wie fühlt sich das an, hier auf der Insel zu sein? Wie fühlt es sich an, hier zu sein? Auf der Insel? Puh, gute Frage. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich es noch nicht einmal wirklich realisiert habe. Aber jetzt, wo der Trubel vorüber ist, fühlt es sich einfach nur wunderschön an. Als hätte ich endlich diesen Teil von mir gefunden, der mir mein ganzes Leben über abgegangen ist. Dass dir was abgegangen ist, habe ich mitgekriegt. Wie ist euer Plan? Wir müssen jetzt wieder zurück aufs Festland. Kommt ihr mit? Könnt ihr euch das nicht denken? Ihr wollt bleiben. Ja, ich habe schon mit der Jaras darüber gesprochen und sie ist einverstanden. Aber wer weiß, vielleicht wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir einander sehen. Euch auch. Mir was auch. Hä? Euch auch, alles klar. Alles klar. Seid ihr euch sicher? Leckt euch, Watley, euch auch. Was auch immer wir gesagt haben, er hat euch auch geantwortet. Toll. Ich denke mal, euch ein schönes Leben oder irgendwie sowas in der Art noch. Aber gut, das ist, wie ich es mir dachte. Watley hat keinen Bock. Er swaggt lieber hier in der Gegend rum. Alles klar, soll mir recht sein. Wir machen einfach weiter. Und zwar... gehen wir jetzt mit dem Portal zurück. Ich denke mal, das brauchen wir jetzt nicht auf Screen zu machen. Das ist ein... das ist eine halbe Minute oder so. Gehen wir schnell hin und kümmern uns. Obwohl, ganz ehrlich, wir gehen dann noch immer durch den Ladebalken und alles. Ich glaube, wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder auf der Weltkarte. Waren jetzt zwar nur so ein, zwei Minuten, aber hey, können wir dann mehr spielen und so für diesen Part. Okay, wir wollen nach Aonirs Klinge. Ja, vorlesen brauchen wir nicht. Wir wissen ja Bescheid, wird uns ja vorgelesen. Hauptquest, das Geheimnis der Former und Knochen im Sand. Mhm. Wir dürfen hier sogar auswählen, wen wir mitnehmen. Wir hatten ja das letzte Mal... hatten wir eigentlich? Ich glaube, wir hatten das gelesen, was dazu steht. Wir hatten das letzte Mal die Menschen, danach führte die Elfen, dann die Orks. So rum war ja die Reihenfolge bei uns. Von daher machen wir jetzt wieder die Elfen. Ich glaube, das ist ganz fair. Okay, bei meinem Standteam würde ich bleiben. Wir kennen ja alle soweit bis jetzt. Und ich würde sagen, wir starten rein. Evialdark,
Was für die meisten wie eine Sage oder eine Gruselgeschichte klingen mag, ist für die 200 eisernen Falken von Aonirs Klinge harte Realität. Der Legende nach haben die Wächtergötter die Fialdark an der besagten Schlucht erfolgreich bekämpft und die mythischen Dämonen in eine Gruft verbannt. Seit diesem Tag versuchen die Fialdark, sich zu befreien. In erster Linie mittels tausender Untoter, die unter dem Sand der Klinge begraben liegen und die sie wieder auferstehen lassen. Nur die eisernen Falken stehen zwischen ihnen und ihrer Rückkehr in die Welt. Nur die Mauer hält sie auf. Ach nee, wartet. Beeindruckende Aussicht. Das ist also der Ort, an dem die eisernen Falken die Fialdark bewachen. Was auch immer wir tun, wir sollten vorsichtig sein. Auch wenn es von hier oben vielleicht nicht so aussieht. Dieser Ort ist ein Schlachtfeld. Ich weiß. Wir steigen hinab, holen uns den Stein und verschwinden wieder. Vielleicht müssen wir nicht einmal unsere Armee hineinschicken. Also dann los. Erkunden wir das Gebiet. Yay. Okay. Jawohl. Schön, meine Wüstenregion. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so ein Wüstenähnliches erkunden hier. Auf jeden Fall cool. Ich wollte jetzt zuerst sagen, eine karge Ebene, aber karg trifft es eigentlich auch auf den Fuß des Bagagors, wo wir hier die Orks rekrutiert haben. Moment mal. Was? Diese Knochen. Etwas an ihnen ist seltsam. Wusste gar nicht, dass du unter die Nekromanten gegangen bist, Uram. Moment, ich darf untersuchen. Goal. Boah, die FPS, aber das liegt jetzt nicht an der Aufnahme. Ich glaube, das Gebiet an sich frisst ein bisschen mehr Leistung. Ihr habt recht, sie... Oh! Was ist? Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Einen Teil der Schlucht. Merkwürdig. Lasst es mich noch einmal versuchen. Visualisiert das Tor. Sieh mal einer an. Es funktioniert. Ich kann die Schlucht sehen. Bitte? Ein Knochenorakel. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. War das ein Wortspiel? Ha, ha. Wie auch immer. Das könnte im Kampf gegen die Untoten nützlich sein. Ein zweiter Wachturm der Falken. Alter, was ist das? Ja. Die bewegen sich noch, oder? Ja, das sind Zombies an den Altar angekettet. Das ist in Ordnung. Verstanden. Na, sieh mal. Und auf ein neues Altar, Freund. Keine Ruhe für die Gottlosen. Die Feste. Oh. Scheint, als ob diese Knochen immer nur einen Teil der Schlucht auf einmal zeigen können. Ach du Heiliger. Schade. So gut, ich meine, ich habe einen Einblick schon mal in alles. Eieieiei. Okay. Und auf ein neues Alter vor. Keine Ruhe. Der südliche See. Faszinierend. Okay, hier haben wir eine Art Altar. Alter. Und auf ein neues Alter, Freund. Keine Ruhe für südwestlicher Teil der Mine. Faszinierend. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Gottstein entdeckt. An sich decken wir schon mal ziemlich viel von der Karte auf. Und zwar ziemlich gut. Ich finde es aber interessant, wie er auch gesagt hat, eventuell brauchen wir nicht einmal Truppen herzuschicken. Das heißt, Basis ist optional, wir können das auch so schaffen. Das muss ich noch überlegen. Das geht halt der Schlucht. Ja, es ist wirklich alles faszinierend. Ich habe es verstanden mittlerweile, Taha. Natürlich. Na, sieh mal einer. Und auf ein neues. Und auf ein neues, ja. Südwestlicher Teil der Schlucht. Faszinierend. Oh, wir haben Pumas. Interessant. Ja, ich würde sagen. Wie ist der Plan? Wir sind erstmal bedient, was Aufdecken angeht. Das hat uns ziemlich weitergeholfen.
Warum haben Rowan und Uram eigentlich keine Bäume gepflanzt? Hier keine Steine drin. Moment, du hast ja den Tasman zerbrechlichen Eis, das ist ein Trank des Neubeginns, brauchen wir auch nicht. Ich nehme mal den der Nekromantie mit rein. Mal Nekromantie. Wir haben ziemlich viele Nekromantie-Talisman. Ja. Der Schwächung fügt dem Zielgebiet. Ich bin noch unsicher, inwiefern ich ja den Schild der tödlichen Verlockung noch einsetzen will. Denn Schwächung mache ich eigentlich so oder so in einem ganz guten Bereich. Gut, jetzt mit dem Seil der Dunkelheit weniger. Gut, jetzt noch nicht, aber später, wenn ich ein bisschen darauf hinarbeite, wird wahrscheinlich immer Schwächung sein. Deshalb lasse ich ihn mal noch. Aber auf kurz oder lang würde ich Rowan vielleicht doch lieber wieder den Schild geben, der ihn heilt. Also ich habe jetzt eine Weile überlegt, was Rowan angeht mit Dual-Wielding und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile sogar am überlegen, ob ich ihn überhaupt wirklich auf Dolche mache. Ich meine, Rowan wird jetzt tatsächlich so, wie es hier aussieht. Ich meine, mit seinem Schaden wird er nicht glänzen, auch mit Dolchen nicht, selbst mit Dual-Wielding nicht. Rowan ist viel eher Death-Tank-Kampfmagier. Also, der vorne steht, er muss nicht viel austeilen von seinem Schaden her. Er muss einfach nur unglaublich viel einstecken und seine Zauber rausbratzeln die ganze Zeit. Und darin ist er wunderbar. Und jetzt die Geschicklichkeit. Ich bin schon fast überlegen, ob ich die Stärke hochpush, einfach nur um die Blockchance noch weiter hochzuhauen. Das macht ja die Stärke. Geschicklichkeit macht eben neben dem Skalieren auch noch hier die kritische Chance hoch, aber wie gesagt, Rowans Schaden, Urams Schaden. Ich glaube nicht, dass wir auch nur im Ansatz darüber nachdenken müssen, wer hier wem den Rang abläuft, was hier damit stehen angeht, ne? Ich könnte sogar überlegen, ob ich jetzt bei Uram noch passive Punkte reinsetze für die Geschicklichkeit, dass wir noch die Crit-Chance erhöhen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das überhaupt geht bei einer Waffe, die keinen Crit hat. Aber das wäre so heftig, wenn er jetzt noch eine Crit-Chance hätte auf den Schaden, den er macht. Aber eigentlich bin ich so zufrieden, wie Uram ist. Ich würde bloß noch Intelligenz und Willenskraft ein bisschen erhöhen, dass er ein bisschen mehr seine Skills einsetzen kann. Aber selbst das, er brennt sich ja den Fokus wieder rein, so oder so. Aber ja. Wir machen trotzdem mal die Skillpunkte. Genau, ich wollte mir noch Brutalität und das ganze Zeug geben. Dann machen wir eben das schnell noch, weil da hatten wir das letzte Mal noch überlegt. Er kriegt auf jeden Fall die Skillpunkte schon mal. Das finde ich sehr wichtig bei Uram. Die Skilltränke. Körperlichen Kräfte, das kam der Kampfmarke. Das war er nicht. Das war er, der Tüchtigkeit. Jupp. Er kriegt gleich alle drei. Das ist es mir wert bei Uram. So, bitte mehr reinen Schaden und bitte mehr Autoattackenschaden. Oh ja. Mehr Schaden an sich und dieser Schaden hat noch eine gute Chance, noch reinen Schaden zu machen, also alle Resistenzen zu ignorieren. Nach allem, was ich mitbekommen habe, bedeutet das reinen Schaden. Was gibt's? Ja, Rowan wird sich tatsächlich erstmal lohnen, die Punkte mitzunehmen und Konstitution und Intelligenz noch weiter hochzupushen, dass er noch mehr aushält und vor allem dann noch mehr reinbratzt mit seinen Zaubern. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Zumindest einmal hier für Konstitution und noch ein weiteres Mal für die Intelligenz auf Max. Um noch mehr Schaden zu machen. Gut, Konstitution ist immer noch ein Punkt vom Max-Wert entfernt, aber wir sind ganz gut dabei. Einen Trank spare ich mir tatsächlich auf. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn jetzt Rowan gebe oder nicht. Weil wie gesagt, wir könnten jetzt hergehen, Willenskraft noch erhöhen. Ja gut, er hat nur 22 Fokus, ne? Sein Pool ist nicht allzu groß. Und da wir jetzt Rowan 1 Konstitution haben. Wie kann ich helfen? Ja, gut, das passt erstmal so. Aber ich glaube, Rowan, ja, ich glaube, Rowan könnte am ehesten noch die Punkte gebrauchen, dass er hier seine Willenskraft noch hochsetzt. Der zerfleischende Dolch braucht ja sogar nur ein Stärke, ein Geschick. Blutung ist echt schön und gut, aber ja, das Ding hat einen Blockwert. 5% neben dem Schild und braucht nur ein Geschick, das heißt, wir müssen Stärke. Ich bin echt überlegen, ob ich auch nochmal neu skill. Das wäre der letzte Trank des Neubeginns, aber statt Geschicklichkeit gehe ich auf Stärke. Beziehungsweise Willenskraft erstmal und danach auf Stärke, um die Blockchance noch zu erhöhen. Aber Rowan wird ein absoluter Death-Kampfmagier. Das kann auch sehr lustig werden. Hab ihnen gesagt. Er sollte es nicht tun, hab es ihm gesagt, aber er wollte nicht hören, weißt du? Tiaras Atem. Wer seid ihr? Wer hat euch das angetan? Oh, was? Ich sagte, wer seid ihr? Nein. Nein, Mutter. Er war's. Warum glaubst du mir nicht? Er war's. Er halluziniert. Es ist sinnlos. Wartet, lasst mich mal sehen.
Kannst du wieder das Gesicht weg? Mutter, ich kann jetzt die Stadt sehen. Tiaras Atem. Sie ist so weiß. So wunderschön. Verdammt. Das war ein eiserner Falke. Das verheißt nichts Gutes. In der Tat. Etwas muss in der Schlucht passiert sein. Seien wir auf der Hut. Also wenn es einer... Es gibt viele Worte, wie ich finde, die hier... Und Aussprachen, die hier inflationär benutzt werden, regelrecht. Tiaras Atem gehört da dazu. Bei eben wisst ihr, was er... Tiaras Atem. Genau wie Elends Regen. Das hört man auch dermaßen häufig. Bei jedem zweiten Satz, den Yria beispielsweise sagt. Okay, die Nekromantie-Talismane kommen. Obwohl, Rowan, du sollst ja wirklich ein Deftank werden. Du kannst dich im Notfall noch in der Frosthülle einigeln. Ja. Dann nimmt Uram noch den Nekromantie-Talisman mit. Wir haben auch noch einen, dann ist gut. So. Wie gesagt, den einen Trank für Skillen. Wir können ja später noch mehr kaufen, wenn wir mehr Geld haben. Wir können auch ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Aber das hier soll wirklich so mein Stammteam sein, dass ich jetzt auch trimme auf Effizienz und Zusammenarbeit. Rowan soll das meiste auf sich ziehen. Uram soll dicke Kellen verteilen. Yria heilt. Und ich sehe gut aus. Mehr Falken in Lederrüstung gehüllt. Speer. Ich hau mit dem Feuerfunken den Zombies die hin wieder rein. Und vor allem der Satte Dunkelheit. Heiliger Bimbam. Also ihr habt schon gesehen, wie wir bomben können mit dieser Combo, die wir hier haben. Ich find's cool. Mag ich. Eine vergrabene Truhe. Wind und Wetter haben dem Holz stark zugesetzt. Rote Kapuze des Fokus. Hätte ich meinen Hauptcharakter statt auf Magier vielleicht wirklich auf Kämpfer gemacht, hätte es sich vielleicht sogar gelohnt mit gewissen Kampfbäumen. Ich glaube, man könnte da richtig, richtig böse Kombinationen noch machen, was Nahkampf angeht. Jämmerlich. Da hätte ich mein... Noch ein schlechtes Omen. Die Falken sollten eigentlich die gesamte Schlucht vor ihnen verteidigen. Ja, eigentlich schon. Und aua. Das könnte ein bisschen wehtun. Seht euch mal ein bisschen zurück. So schnell geht das nicht. Noch nicht, Taha. Mir fehlt Fokus. Taha, was machst du da mit deinem Stab? Ist schlechter Zeitpunkt für epileptische Anfälle, ganz ehrlich. Gut. Was gibt's? Okay, alles klar. Aber ja, ich glaube, wenn man es richtig drauf trimmen könnte, ich meine, ich könnte auch jetzt hergehen und einfach mal uns nahezu alles an Punkten geben, was wir uns überhaupt nur einverleiben können. Nur dem Haupthelden, was? Statt den anderen. Aber ich finde, gut. Ich habe fast, was ich so brauche. Hier und da können wir noch ein bisschen optimieren. Aber ich finde, ich bin jetzt glücklich mit meinem Bild soweit. Ich kann hier und da vielleicht noch ein bisschen feintunen, aber ich möchte jetzt gerade anderen doch ein bisschen mehr Liebe schenken, ne? Genau das. Ich verstehe. Kinderspiel. Gut. Ich brauche noch nicht mal mehr meinen Zusatz-Skill mit der Saat der Dunkelheit. Die haut schon so weg. Ura macht so einen Schaden. Der Riesenhammer. Turmschild, Fokustrank. Ach, hi. Komm doch gleich mal vorbei, komm, Rowan, du ziehst mal ein bisschen an. Endlich. Genau so. Ne? Hin und wieder weigert sich Rowan so ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, irgendwie weigert sich gerade jeder hier Skills auf die Zombies zu machen, sind die gerade. Ach so, wir sind alle mit Silence versehen, mit Stille. Ja. Entschuldigung. Ich kann nicht. Verdammt, ich! Hilfe! Wutz, Junge. Klingt gut. Obschon der Mann tot ist, ist sein Gesicht noch immer von Qual gezeichnet. Ein alter rostiger Dolch steckt tief in seiner Brust. Wir müssen auf jeden Fall ziemlich weit außen rumlaufen, bevor wir dahin. Aber es ist... Das Spiel nimmt tatsächlich immer mehr Struktur. Je weiter wir vorankommen, desto mehr nimmt es Struktur von Spellforce 1 an.
Die ersten Maps haben sich noch wie eine totale Open World gefühlt, wo man auch wirklich... wo keine richtige Reihenfolge festgelegt ist. Hier wird uns quasi wirklich eine Reihenfolge festgelegt, sodass wir zuerst hier wahrscheinlich bei den Eisernen Falken ankommen und dann uns um die Untoten kümmern. Auch die letzte Mission, die wir gemacht haben auf den Inseln, das hat alles sich viel mehr nach Spellforce 1 angefühlt. Tatsächlich, ich muss sagen, mir gefällt der Weg, den das Spiel einschlägt. Wird schon schief gehen. Ist das hier ein Friedhof? Zumindest was Level, Map und Game Design angeht quasi, guckt das sich die guten Dinge ab von Spellforce. Gut, ich meine, das darf ja abgucken, das ist ja Nachfolger, ne? Das ist jetzt kein Abgucken im bösen Sinne gemeint, das ist, sie übernehmen das, was wichtig ist, was Game Design angeht. Da lang? Und das gefällt. Mhm. Mhm. Habe verstanden. Ja, tja. Yep. Natürlich. Mhm. Was haben wir hier? Irgendeine Art Gebetskreis. In ihm könnt ihr ein einzelnes Wort lesen. Erlösung. Na schön. Erlösung. Na schön. Was haben wir denn hier? Ach ne, das war der. Ich muss noch wieder in meine Skills ein bisschen reinkommen. Seid ihr euch sicher? Interessant. Eine frische Leiche. Dem Verwesungszustand nach zu urteilen, kann er noch nicht länger als ein paar Tage tot sein. Ach, im Übrigen, mir fällt auch gerade ein, ich werde euch ja Bescheid geben, weil ich habe es jetzt mal auch nachgespielt, schauen die Inseln nochmal, mit Rowan statt mit... Mit Rowan statt hier mit Untergast. Und nö, Rowan sagt nichts Besonderes. Tatsächlich, und das fand ich auch sehr interessant beim Gespräch mit Char, Untergast ist ja tatsächlich hergegangen und hat noch gesagt, er lügt. Also ich habe wirklich noch aktiv gesagt, so, ich merke, dass hier, hier Chars Bruder, Duel, genau, nicht wirklich die Wahrheit sagt. Ihr kennt dein Muster. Rowan hat da nichts gesagt. Also das war tatsächlich, jetzt wenn Untergast nicht dabei war, hat man gar nicht mitbekommen, dass irgendeiner von deinen Partymitgliedern sagt, dass Duel höchstwahrscheinlich lügt. Fand ich auch interessant. Die Feuernova, ja, versteckte Planken haben wir schon freigeschaltet, aber bringt uns Geld. Alles schön und gut. Verstanden. Alles tut schön und gut. Wutz und Wutz. Was? Ah, stimmt, du hast ja viel zu wenig Willenskraft. Ich würde Ron jetzt tatsächlich gerne umskillen. Wie gesagt, seine... Sicher doch. Er muss eine Nahkampfbombe einfach werden. Er muss reingehen, aushalten, zusammen mit Uram vorne dran. Uram teilt die dicken Kellen aus, er teilt die dicken magischen Kellen aus und alles ist gut. Ich muss ich auch mal irgendwann, wenn wir einen starken Gegner haben, den dämonischen Schlag ausprobieren. Okay, hier hätten wir auch runtergekonnt. Mal gucken, ob sich das später so ein bisschen der Kreis schließt. Ist aber ziemlich cool, die Gegend hier. In Ordnung. Gehen wir es an. Guter Plan. Gut, so. Wird schon schief gehen. Ja, noch ein bisschen näher ran. So. Ich kann es noch nicht erhalten. Mir fehlt Fokus. Macht's kurz. Nicht schlecht. Ich verstehe. Kann sein, dass wir hier sogar da hochkommen, wo ich gesagt habe, dass sich hier der Kreis vielleicht schließt. Sieht mir fast danach aus. Upsi, ich wollte jetzt eigentlich nicht die Feuernova machen, aber es hat funktioniert. Gut. Ich hätte jetzt gern den Kettenblitz, danke. Oh, es hat nur einen erwischt. Okay, haben wir doch noch die da unten eben schnell. Natürlich. Die Bernd. Das wird schnell vorüber sein. Ja, dort, kommt ihr mal zurück. Bitte. Schön.
Beckenhaube, Heiltrank. Fünf Heiltränke. Den hauen wir mal schnell mit Doppel. Doppelfeuerfunke. Das brennt ordentlich. Das brennt. Interessant. Auch noch mit den hohen Intelligenzwerten, die wir mittlerweile haben, sowohl mit der H als auch mit Drohnen. Seid ihr euch sicher? Das brennt ordentlich. Ich will mal überlegen. Ich meine, ich könnte euch mal auch irgendwann mal Baron, wenn ich nochmal umskille. Ich könnte ja überlegen, weil wir sind ja mit Drohnen. Ich würde eh nur noch ein bisschen die Hauptwerte machen. Wir könnten mal den Zorn der Elemente mitnehmen und ich könnte euch zeigen. Die Riesen sind sicher ganz nett doch. Und man macht halt ein bisschen Flächenschaden die ganze Zeit, aber jupp, hier schließt sich der Kreis. Wunderbar. Überlass das mir. Aber ich muss sagen, ich fand den Skill bis jetzt nicht so nützlich. Es könnte vielleicht echt nützlich sein, wenn man gegen jemanden kämpft, der sehr viel Feuer- oder Eisschaden macht. Dann könnt ihr damit ein gutes Stück mehr aushalten. Verstanden. So, ein bisschen arbeiten wir uns noch vor, aber die Folge nähert sich so langsam ein bisschen dem Ende und so. Klingt gut. Seht ihr, Uria findet's klasse. Mensch, wie gerne hätte ich jetzt eine Third-Person-Ansicht. Wisst ihr, wie geil die Aussicht wäre von ganz da oben? Ich kann es nicht oft genug sagen. Man kann am Ende wahrscheinlich wirklich zusammenzählen, wie oft ich in diesem Let's Play gesagt habe, wie sehr ich mir eine Third-Person-Ansicht wünschen würde, aber es ist so. Es wäre so super. Allzu viel Platz für irgendeinen Strategiepart ist ja eh nicht mehr da, ne? Alles klar. Die Falken stecken definitiv in Schwierigkeiten. Das sind nicht nur Falken da unten. Sehen wir uns das mal aus der Nähe. Das sind. Worum geht's? Sind hier tatsächlich auch Orks und Elfen dabei? Sehe ich das richtig? Oh, jetzt sind einfach alle explodiert. Oh, da war sogar ein Paladin. Rowan, du hast es ein bisschen übertrieben mit deinem Kettenblitz. War einfach alles getötet, ne? Na schön. So sah es mir zumindest aus. Okay, wir stehen relativ kurz davor, uns mit den Falken zu treffen hier. Je nachdem, wie sie uns gesinnt sind. Aber höchstwahrscheinlich übernehmen wir dann eine Basis von ihnen oder so und kämpfen dann gegen die Untoten hier an oder so. Das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.